Die Krokodilshöhle. Einstmals gab es ein Krokodil. Das lebte in einer Höhle unter dem tiefsten Wasser. Diese Höhle hieß Chalavan. Und weil das Krokodil der Herr der Höhle war, nannte man es Fürst Chalavan. In dieser Höhle schwebte ein Zauberdiamant. Der leuchtete so hell in der dunklen Wassertiefe, dass es in der Höhle Tag und Nacht aussah, als sei es heller Tag. In der Höhle wurde der Krokodilfürst jedes Mal, wenn er sie betrat, zum Menschen und mit ihm alle seine Echsendiener. Wahrlich, eine Zauberhöhle ist es. Wer darin lebt, braucht nichts zu essen und ist doch immer gesättigt. In der Geschichte von dem Krokodilfürsten und seiner Höhle heißt es, einst lebte ein uralter Herrscher der Krokodile im Meer. Er war der König Rampai, der Faucher. Er saß in der Höhle und herrschte gemäß den Gesetzen. König Rampai hatte einen Sohn, Prinz Kodjon, der Läufer. Fürst Chalavan war Kodjons Sohn. Einmal entstand zwischen Prinz Kodjon und zwei tollwütigen Krokodilen ein Streit. Der Herr der 100.000 Augen, Sentar, der Fürst der 1.000 Paläste, Fanbang, und der Läufer, Prinz Kodjon, bissen sich gegenseitig alle drei tot. König Rampai, der uralte Faucher, dachte über sein Schicksal nach und erkannte, dass er längst zu alt war, um seine Krokodile weiter zu reagieren. Darum gab er die Macht weiter an den Fürsten Chalavan, seinen Enkel. Der sollte fernerhin seine Gefolgsleute beherrschen. Er selbst aber, König Rampai, zog sich in die Stille zurück, um in der Einsamkeit den geistlichen Geboten zu folgen. Fürst Chalavan, der neue Herrscher der Krokodile, hatte zwei Frauen, Vimala, die Flecklose, und Liamalayawan, die Glänzende. Fürst Chalavan war nämlich ein Draufgänger. Er frönte der Sinneslust und liebte es, mit Menschen und Tierweibchen zu spielen, ganz anders als sein ehrwürdiger Großvater, König Rampai. So schnell wendete sich sein Charakter wie eine Handfläche, die blitzschnell gedreht den Handrücken zeigt. Dieses unstete Wesen trieb den Krokodilfürsten immer wieder aus der Höhle. Eines Tages war es wieder soweit. Fürst Chalavan verwandelte sich in einen Krokodilriesen und schwamm vor die Stadt Pijit, wo er sich so weit ans Ufer emporschob, dass er ungesehen beobachten kann. Da sah er zwei junge Frauen, Keo und Tong, die Diamantene und die Goldene genannt, die Töchter eines der reichsten Bürger der Stadt. Die Jungfrauen spielten im Wasser des Bootshafens vor dem Hause. Fürst Chalavan tauchte und schwamm herbei. Er sah die Goldene Tong und seine Lust erwachte. Er musste diese Menschenfrau besitzen. Er warf sich auf die Ahnungslose, ergriff sie mit dem Maul und zog sie zu sich herab in die Tiefe des Wassers. Tong verlor die Besinnung und Chalavan schleppte die Ohnmächtige in seine Höhle. Dort wurde er wieder zu einem Menschen verwandelt. Er bemühte sich, die Leblose zu erwecken. Als sie die Augen aufschlug, sprach er zu ihr von der Liebe und sie hörte es gern. So nahm der Fürst Chalavan sie sich zur Frau, die Ahnungslose, die sein Schüren glaubte, denn er war männlich, schön und sein Wesen gewinnend. Die Kunde von der Menschenfrau, die der Fürst sich geholt hatte, drang schnell zu Vimalaya und Limalayawan. Die Eifersucht packte die beiden und sie kamen herbei, um die fremdartige Menschenfrau zu sehen. Als sie erkannten, dass das Gerücht die Wahrheit war, stürzten sie in die Höhle und kreischten und zeterten. Ihr Geschrei weckte den Fürsten aus dem Schlaf. Er sprang auf und hieß sie schweigen. Ihr Gezänk verstummte, doch das Gift des Haders brannte sich in ihre Herzen und der Hass,
beherrschte fortan ihr Leben. Der reiche Vater von Tong hatte inzwischen erfahren, dass ein Krokodilsfürst seine Tochter gebissen und weggeschleppt hatte. Sein Zorn war grenzenlos. Überall ließ er verkünden, wenn jemand den Fürsten Chalaban einfinge, so wolle er ihm seine diamantene Tochter Kero zur Frau geben und dazu die Hälfte seiner Schätze. Das hörte Krai Tong, ein Jüngling von Non Bori, der mit einem Lastschiff Waren nach Pijit gebracht hatte. Sogleich war er bereit, um die Tochter des Reichen zu kämpfen. Er besaß nämlich übernatürliche Kräfte. Bei dem uralten Lehrer Kong, dem Unverletzlichen, hatte er die Zauberei erlernt. Es war für ihn ein leichtes, einen ganzen See voll Wasser brodeln zu lassen. Unverletzlich war er außerdem. Dennoch war er nicht ganz sicher, dass er im Kampf mit dem mächtigen Fürsten Chalawan siegen würde. Daher ging Krai Tong zu seinem alten Lehrer und erzählte ihm, was er in Pijit über den Krokodilfürsten erfahren hatte. Des Lehrers Hilfe erbat er sich für den Kampf. Der uralte Kong blickte in die Zukunft, erkannte die glücksbringende Stunde und sah den Sieg seines Lieblingsschülers voraus. Krai Tong werde das Krokodil mit Sicherheit unterwerfen können. Eine Siedekerze gab er ihm, einen Zauberdolch und die 7 Metalle. Krai Tong nahm das Zauberwerkzeug dankbar an und ging geradewegs nach Pijit zum Hause des Reichen, um seine Dienste als Kämpfer gegen den Fürsten Chalawan anzubieten. Das Ende des Krokodilherrschers war gekommen. In der Nacht, als er bei Vimala schlief, suchten ihn böse Träume heim. Ihm träumte, eine Feuersbrunst habe seine Wohnstätte zerstört und ein Gott sei gekommen, ihm das Haupt abzuschlagen, den Bauch aufzuschlitzen und Leber, Niere und Eingeweide den Krähen zum Fraß vorzuwerfen. Schreckensbleich erwachte der Fürst, weckte Vimala, die an seiner Seite schlief, und erzählte ihr seinen Traum. Vimala erschrak und bestimmte ihren Gatten, den Einsiedlerkönig Rampai, seinen uralten Großvater, um Rat zu fragen. Fürst Chalawan ging also und besuchte König Rampai, wie Vimala es vorgeschlagen hatte. Er erzählte dem Alten den Traum bis in alle Einzelheiten und bat weinend um die Ausdeutung der schrecklichen Geschichte. König Rampai hatte einen magischen Sinn und wusste längst, welch Geschick seinem Enkel beschieden war und dass ein Tod nahe bevorstand. Er gebot Chalawan, sich ja nicht aus der Zauberhöhle hervorlocken zu lassen, sonst sei es gleich um ihn geschehen. Fürst Chalawan hörte mit wachsender Furcht zu, eilte heim und ließ von seinem Gefolgsleuten Steine herbeischleppen, denn er wollte damit in der Stunde der Gefahr den Mund der Höhle hinter sich verschließen. Dann betrat er die Höhle und ließ draußen Wachen aufziehen, die dafür sorgen sollten, dass niemand in die Höhle käme. Denn Fürst Chalawan wollte sich durch den grünen Diamantenzauber und den Zauber der grünen Fischsuppe unverletzbar machen, damit er kämpfen könnte, ohne unterliegen zu müssen. Gerade als der Fürst in die Tiefe anfing, die Formel herzusagen, die das Zauberfest eröffnen, begann oben über ihm am Wasser Krai Tong mit seiner Beschwörung. Die in der Tiefe durcheinander schwimmenden Krokodile widerwillig mussten sie eins nach dem anderen dem Rufe des Jünglings folgen, hinauf zur Oberfläche des Wassers, denn seine Stimme war unerbitterlich, wie der Ruf der Geister. Auch im Ohr des Fürsten Chalawan hallte es nach und dröhnte stärker und stärker, bis auch er nicht mehr haushalten konnte in der Höhle. Die Worte des Königs Rampai, seines Großvaters, hatte er vergessen. Vergessen waren Furcht und Angst, alle Gefahren vergessen. Aus der Zauberhöhle schnellte Chalawan sich heraus und tauchte empor aus dem Wasser, inmitten des wimmelnden Schwarmes seiner Diener. Nun sah er auch Krai Tong, seinen Gegner, wie er auf einem Floß von Bananenstämmen stehend seine Formel über das Wasser hin herschallen ließ. Am Ufer standen der Reiche und alle Bürger der Stadt, um den Kampf zwischen den Menschen und dem Krokodil zu sehen. Der Kampf währte nur kurz. Chalawan wurde von Krai Tong an vielen Stellen mit dem Zauberdolch geritzt. Aus allen Wunden blutend floh das Krokodil in seine Höhle zurück. Krai Tong jedoch ließ nicht ab von ihm,
Wieder begann er mit seiner Beschwörung. Opfergaben streute er aufs Wasser, und sie wiesen ihm versinkend den Weg zu der Höhle. Mit der Siedekerze in der Hand tauchte Kreitong hinab, aber der Mund der Höhle war mit Stein verschlossen. Kreitong nahm die Kerze und sprengte sich eine Bresche durch die Steinwand hindurch. In der Höhle lag Chalaban und hatte die Gestalt eines Menschen. Sein Körper war von unzähligen Schnittwunden übersät. Vimala und Lya Malayavan waren dabei, ihn zu verbinden. Aber schon war Kreitong heran. Die Krokodile, die ihn sahen, erschraken und machten sich eilig davon. Nun waren nur noch die Frauen übrig, um ihren Mann zu verteidigen. Vimala stürzte sich in die Bresche am Eingang, doch Kreitong fing sie auf und drang die Widerstrebende nieder. Denn weil sie schön war, erregte sie seine Sinne. In höchster Not schrie Vimala auf. Chalaban hörte seine Gattin schreien und vergaß seine Schmerzen. Wütend stürzte der Todwunde sich auf Kreitong. Noch einmal brach der Kampf los. Aber wieder wurde Chalaban besiegt. Kreitong schlug ihm das Haupt ab. Vor den Augen des Gottes Iswan fiel der Fürst Chalaban nieder und war wieder zum Krokodil geworden. Kreitong nahm das Haupt und verschloss das fließende Blut mit seinem Zauber. Dann legte er das Haupt in ein Tuch, das er zuvor in heiligem Wasser getränkt. Als er damit fertig war, trat er aus der Höhle und suchte nach Tong. Bald war sie gefunden. Nun konnte der Jüngling an der Wasseroberfläche zurückkehren. Er übergab dem Reichen die goldene Tochter und erhielt als Lohn die Diamantene, Kao zur Frau, und von allen Reichtümern des Vaters die Hälfte.